Er leuchtet zwar noch im schönsten Orange, aber eine Verwendung haben wir für diesen wunderbaren Klappstuhl in unserer Redaktion nicht mehr. Aber da fällt mir glatt was ein. Zuerst werten wir das gute Stück nochmal auf. Servus, Herr Griebel. Hallo. Sie dürfen hier einmal unterschreiben. Das wird jetzt nämlich der München-TV-Stuhl. Und weiter geht's zu unserer Chefredakteurin Marion Gehlert. Hallo. Ich habe einmal einen München-TV-Stuhl und bräuchte deine Unterschrift. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Mit unserem exklusiven Klappstuhl im Gepäck mache ich mich auf den Weg ins Werksviertel. Dort gibt es nämlich einen Gebrauchswarencontainer der Halle 2. Nach dem Motto Wiederverwenden statt Verschwenden will der Abfallwirtschaftsbetrieb München für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Man gibt Sachen ab oder kauft sich Gebrauchtes. Alles im Sinne der Umwelt. Hallo. Ja, grüß dich. Ich habe heute diesen München-TV-Stuhl für euch mit den Unterschriften unserer Fernsehprominenz Marion Gehlert und Christopher Griebel. Könnt ihr denn mit dem Stuhl was anfangen? Sind die original unterschrieben? Die sind original. Ja, wow, das ist ja wunderbar. Ja, solche Stühle nehmen wir herzlichst gerne an. Auf was genau kommt es denn an, wenn man hier was abgeben will? Ja, also wir nehmen alle Sachen, die noch gut erhalten sind, die zu schade sind zum Wegschmeißen, nicht keinen Schrott. Der Container steht wegen des Day of Hope im Werksviertel. Was es mit dem auf sich hat, erklärt mir Isabel Zacharias, die Geschäftsführerin der Stiftung Werksviertel Mitte. Der Day of Hope ist einfach Hoffnung haben für die Zukunft, für unser Klima, für unsere Erde. Und dieser Tag soll den Kindern und Jugendlichen zeigen, wie man es machen kann. Deswegen sind hier so viele Schulen vertreten, die einfach an Projekten zeigen, so kann ich die Welt mitretten. Ich habe also schon etwas Gutes getan. Doch wie geht es mit unserem Stuhl weiter? Ich habe gehört, ihr habt am Samstag eine Versteigerung. Taugt unser Stuhl denn dafür was? Die unterschrieben worden sind, können wir uns das überlegen, ob wir die mit in die Versteigerung packen? Super, dann lasse ich euch den Stuhl mal da. Ja, sehr gerne. Und dann hoffe ich natürlich, dass am Samstag ein oder eine Glückliche unseren München-TV-Stuhl kriegt. Den werden wir mit Sicherheit verkaufen am Samstag. Ich glaube nämlich auch. Da bin ich mir sicher. Falls Sie unseren exklusiven München-TV-Klappstuhl ersteigern wollen, dann können Sie am Samstag in die Halle 2 nach Pasing kommen.